Willkommen zurück zu Let's Play GTA 4. Yeah! So, wir stehen hier kurz vor Jerry, dem anderen von den McQuarries mit S. Denn im letzten Part waren wir bei Derek und da habe ich ja gesagt, dass eine Mission bei ihm vorkommt, wo wir wie heißt der Typ jetzt nochmal, Gay Tony treffen. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, als ich mir die Aufnahme angeschaut habe, habe ich überlegt, stimmt das wirklich, was ich da gelabert habe? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, ich habe auch nicht nachgeschaut. Könnt ihr mir also gerne schreiben, ob Gay Tony da irgendwie drin vorkommt. Kann auch sein, dass ich das verwechselt habe und dass der irgendwie anders vorkommt. Ich weiß nicht mehr. Oh, eine SMS. Du hast jetzt ein Versteck in Elderberry. Geil. Niki, wir wollten dich im Auge behalten, in der Nähe haben. Ab jetzt wirst du ein Apartment in Elderberry wohnen. Also okay. Mach dir keine Sorgen, dass dein Cousin jetzt alleine schläft. Ihm wird nichts passieren. Ciao. Geil. Einfach mal so ein Apartment geschenkt bekommen. Und zwar ist das hier, bei Derek. In der Nähe. Das ist praktisch auf der dritten Insel. Sehr schön, aber wir machen, wie gesagt, jetzt erstmal eine Mission für Jerry. No one's here. Just you and me. Come in, come in. Beer? No, thank you. Oh, I agree. Let's have whiskey instead. Packy swears by you. Absolutely swears by you. Yeah? You handled yourself well on the bank job. It was fun. Fun? Too much fun. That's always been this family's problem. Fun, good causes, a good laugh, some stupid dream or some stupid distraction. But never any fucking focus. Never. Focus. All we've ever been is bitches, working for guineas, working for niggas. Any asshole with a buck, a whole lot spent in a proper manner. Oh, yeah, wine and women as quick as possible, and remain a slave forever. Very poetical. Yeah, I know. National tragedy. But I got a plan. You down, friend? Maybe. What is it? Well, first up, we gotta create a little problem between the Ancelotti's and their Albanian muscle for Jimmy P. You're gonna plant a bomb in Tony Black's car. Be rigged to a phone. Thing will go off when you dial a number. I want it to blow when they get back from their meeting. So the Ancelotti's think the Albanians did it. Exactly. Bombs in an alley off of Incheon Avenue. Get it? Give me a call. You know, Packy was right for once. I'm glad you're on board. Holt die Bombe in der Incheon Avenue ab oder so. Okay, Autobombe. Das ist jetzt irgendwie zufällig, dass das passt, denn ich wollte eventuell, wenn das jetzt hier nicht so lange dauert, noch mit Peggy. Geil, Polizei macht nichts. Ich glaube einfach mal so ein Auto. Eventuell dann noch mit Peggy nachher weggehen, ausgehen, mit ihm was unternehmen. Und für den kann man nämlich Autobomben oder sowas freischalten. Müsste für Peggy gewesen sein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ja, Peggy Autobomben. Hab gerade nachgeschaut. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das dann zeigen werde. Mal schauen, wie lange das jetzt hier so geht. Vorsicht, Polizei, das wäre jetzt tödlich. Boah, der Wagen glänzt so schön. Geiles Auto. Boah, geil. Sehr schön. So, aber wir holen jetzt ein anderes Auto. Bam. Und direkt eine Delle reingefahren. Okay. So Jerry, I got this bomb. All right, listen. The Ancelotti's and the Albanians are meeting a little early. Tony's car was parked in an alleyway off of Feldspar Street. Put the bomb in the trunk, then follow the wise guys from their meeting back to the rest of the crew. Then you blow the bomb. Make
make sure no one walks away. Safe, right? So easy. I don't see why you ain't doing this yourself. Nico, I wouldn't trust myself with this. You ain't got a gallon of whiskey in your system. And besides, you're being paid, ain't you? Call me when it's done. Fahr zum Wagen, der Ancelotti ist, und deponiere die Bombe darin. Alles klar, kein Problem für mich. Ja, auf der zweiten Insel. Da fahre ich, glaube ich, mit dem Taxi hin, weil das würde zu lang dauern jetzt hier. So, im letzten Part habe ich ja übrigens den Monster-Stunts gemacht. Das werde ich jetzt auch so machen, dass ich eventuell nach Hauptmission noch ein paar Monster-Stunts mal machen werde, aber heute nicht, weil, wie gesagt, der letzte Part sehr lange ging und wir brauchen ja nicht immer so einen langen Part und nur mit Monster-Stunts gefüllt. Das wird ja auch irgendwann langweilig. Weiß jetzt auch noch nicht so eure Reaktion. Ein paar haben schon geschrieben, guter Part und so. Aber egal, so, ich wollte doch da eigentlich mit dem Taxi hinfahren. Jetzt mache ich das hier mit dem geilen Auto hier, mit dem Glanzauto. Scheiß auf das Taxi, wir sind ja ganz schnell da. So weit ist das nicht. Ja, ich kann nicht fahren übrigens. Ich fahre in jedes Auto rein, aber Rennen klappt eigentlich trotzdem ganz gut. Wo ich nie fahren kann. Egal. So, Vorsicht, Vorsicht, das war ein Auto und das war noch ein Auto. Ja, ich fahr wie in GTA halt. Boah, ich bin im Auto ausgewichen. Budden! Warum muss ich gerade ausfahren? Achso, weil dazu ist, toll. Kann ich doch trotzdem da lang fahren? Egal, ich fahre da, wo das GPS mich hin irgendwas macht. Ah ja, hier genau. Hier war ein Monster-Stunt. Das war sogar, glaube ich, der, gell? Zufällig. Denn ich habe hier einen vergessen, auf der Karte zu markieren. Ich dachte im letzten Part, als ich angefangen habe, hätte ich nur einen bisher gemacht. Allerdings waren das schon zwei. Ich konnte mich gar nicht mehr an den erinnern. Den habe ich mal gemacht nach einer Mission für Twain, glaube ich. Und den habe ich vergessen auf der Karte zu markieren. Deshalb habe ich gedacht, dass ich nur einen gemacht habe. Normal markiere ich mir immer so Sachen direkt nach der Aufnahme, aber da habe ich es vergessen. Also stimmt alles. Wir haben 11 Monster-Stunts, 9 im letzten Part. Also da kommen noch einige Parts oder einige Monster-Stunts. Seid ihr irgendwie böse? Nein, die... Was seid ihr für Typen? Geh ins hintere Ende des Wagens der Ancelotti, um die Bombe zu deponieren. Räum jedes Fahrzeug beiseite, das hinter dem Wagen der Ancelotti steht, bevor du die Bombe platzierst. Hä? Verstehe ich nicht. Egal. Ey, guck mal weg, ich muss dir eine Bombe legen. Mach mal was anderes. Er läuft drüber. Besorg dir ein Fahrzeug und entferne dich von der Autobombe. Dahin fahren. Unglaublich. Unglaublich wart. Unglaublich wart, ja. Neues Wort markieren bitte. Unglaublich wart. Unglaublich weit so. Also markieren für mein Wörterbuch. Muss echt mal jemand auflisten alles. Macht das einer von euch? Ich hoffe es doch. The Albanians know they got us over a barrel, Sal. At least it's better than dealing with those fucking drunken Irish bastards, though. Forget about it. Folge den Ancelotti, lass sie nicht wissen, dass du ihnen folgst. Schon wieder? So eine Mission? Komm nicht zu. Ja, das weiß ich. Ich bin eher zu weit weg. Die fahren nämlich bestimmt wie die Sau. Aber da ist auch wieder kein Balken. Also ich muss hier wieder alles aus meiner Sicht machen. Darauf achten, dass ich nicht zu nah bin. Oder dann steht halt kurz da. Bleib zurück, ja genau. Aber irgendwann, wenn ich das zu oft mache, wenn ich zu oft nah ranfahre, dann sehen die mich irgendwann. Das war ja schon mal. Bei einer Mission, ich glaube für... Ah, wie heißt der Typ nochmal? Ah, für Manny. Der erschossen wurde. Von irgendjemand. Von wem denn? Ich weiß gar nicht mehr. Elisabetta? Oder? Boah, das ist schon so lange her. Hab wieder alles vergessen. So, könnt ihr auch mal hier Straßenregeln befolgen. Ne, die fahren einfach. Die machen es auf meine Art und Weise. Ja, das ist sehr langweilig. So Verfolgungsjagen, wenn man das nennen kann. So einfach hinterherfahren. So, ich mach mal ein bisschen Action hier. Yeah! Geil. Oh, ich darf es nicht vertreiben.
Sonst fade ich hier wieder. Hallo? Gib mal Gas. Also eine Scheißbeschleunigung hat das Auto auf jeden Fall. Bin sehr weit zurück. Aber ich sehe sie ja noch. Kein Problem für mich. Ja, zu nah. Es hat nicht da gestanden. Ui, unglaublich. So, seid ihr jetzt endlich mal da. Ich habe keine Lust mehr da zu fahren. Wow, 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 wow. Ja, bei solchen Missionen fail ich sehr oft. Weil ich einfach unkonzentriert fahre. Oder es zu schnell angehen will. Junge, es ist rot, aber egal. Ist überhaupt nicht auffällig, dass man... Dass man in so einem gleichen Fahrstil wie die da hinterher fährt, dass die sich da keine Gedanken machen. Anscheinend denken sich die, dass sie nicht die einzigen Idioten so sind hier in Liberty City, wo sie dumm fahren. So, das hat jetzt 3 oder 4 Mal schon gestanden, ich muss aufpassen. Nicht, dass die mich noch sehen. Ja, wo sind wir denn eigentlich? Hab jetzt keine Lust auf die Karte zu schauen. Langweilig, komm, macht hin. Hä? Bleib zurück, bleib du doch zurück. Klatscht dir gleich einer. Warum hält er auch an? Er darf nicht anhalten, das GTA. Da gibt's keine Bremse. Junge! Bist du bald mal da? Er möchte immer noch weiterfahren. Hier ist doch irgendwo das Internetcafé, oder? Ah, da war's. Ja, ich kann mich aus in Liberty City. Manche Ecken erkenne ich mittlerweile. Aber egal. Das wird übrigens bei GTA 3 ein bisschen scheiße sein, weil man da keine Karte hat. Also im Startmenü. Da muss ich mich scheiße gut auskennen. Ich habe GTA 3 ja noch nie gespielt. Allerdings GTA Liberty City Stories für PS2. Und das ist ja in etwa die gleiche Stadt, nur mit halt ein paar Veränderungen. Aber eigentlich schon die gleiche Stadt. Also kenne ich mich ein bisschen aus. Aber halt nur ein bisschen. So, wir sind da. Und jetzt? Leute abballern, ich hoffe es doch. Geh an eine sichere Stelle und zünde die Bombe. Und da wird man natürlich die sichere Stelle vorgegeben. Das war ein Zaun. Da war doch eine Öffnung. Ich stehe auf Öffnungen. Yeah. Da ist eine Öffnung, dick und fett. So. Was für eine Nummer muss ich jetzt anrufen? Ruf Jerry an, um die Bombe zu zünden. Da schaue ich natürlich da so hin. So, Jerry. Ah, direkt dann so. Wähle zünden. Wir wählen zünden. Und wo explodiert es? Wo packt ihr denn? Ich sehe mehrere Autos. Es kann sein, dass ich da noch Leute abmetzeln muss. Oder? Nein, Quatsch. Die sollen ja nicht wissen, dass wir das sind. Sollen ja die denken, dass das die anderen sind. Hab den Namen vergessen. Das war schön. Yeah, noch eine Explosion. Wunderschön. Boom, das war das Auto. Also ich war das nicht. Erledige die übrigen Ancelottis. Yeah, ich hab's gedacht. Oder geahnt. Da rollt was. Egal, das kann ich von hier aus machen. Ich treffe zwar nicht, aber egal. Doch. Geil. So, das mache ich so von da. Sind ja nicht mehr viele. Den treffe ich nicht, das sind nur noch 2. Ein Einkaufswagen aus dem Penny. Oder Netto, irgendwas. Kick. Gibt es einen Kick eigentlich Einkaufswagen? Ich war da noch nie. Könnt ihr mal gerne kommentieren. Ich glaube, das habe ich schon mal gefragt, ob es einen Kick Einkaufswagen gibt. Da ist doch noch einer. Ah, da versteckt er sich. Junge, kommst du da? Er hat mich getroffen. Unglaublich. Das erste Mal, wo mich jetzt hier jemand trifft. So. Verschwinde dort und werde dein Fahndungslevel los. Toll. 2 Sterne. Gehen. 3? Ja, yeah, Auto ohne Sound wieder. Doch, mit Sound. Bisschen spät, Verzögerung. Geiles Auto. Ja, 3 Sterne ist schon echt nervig. Das hat man eben. War das im letzten Part oder. Ne, es war ein paar Parts davor. Wo ich meine Probleme hatte, mit 3 Sternen zu flüchten. Und ich bin jetzt hier extrem dumm gefahren. Was mache ich denn hier? Bin ich denn hier gelandet? Spielplatz, gibt's da auch die tote Schaukel? Ey, geil, ich fahre in Pinspray. Mal schauen, ob das diesmal klappt oder ob die wieder sehen, wo ich, dass ich da reinfahre. Aber im Moment ist da keiner in der Nähe. Muss ich den nur noch finden? Ah, das ist der, oder?
Oder ist das ein anderer? Es war, glaube ich, ein anderer, ja. Sehr klein. Oh, sie haben mich nicht gesehen. Unfassbar. Na, ich hätte auch aus dem Radar rausfahren können. Kotzt mich jetzt. Kostet mich jetzt wieder $500, aber wir haben ja... Ne, $100, oder? Ja. Aber wir haben ja 9000 bekommen. So, rufen wir Jerry an. Yep. Jerry, I hit the Ancelotti's crew real hard. Everyone got taken down. The rest of them should think the Albanian muscle is making a play. I knew my brother was put his face in a bomb. He'll be at them elbows in no time. That's step one of the plan complete. Come see me. We'll talk about step two. Okay, ich möchte hier, dass die runterfallen. Die machen sich nichts draus, dass ein Auto hinterher fährt. Seid ihr da festgetackert oder was? Wie sie wackeln. Wackeldackel. Wackeldackel von der Müllabfuhr. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wie gesagt, ich wollte mit Peggy ausgehen. Das hört sich immer so gay an. Ich hoffe, der geht ran. Peggy. Denn für den fehlen, glaube ich, nur noch 6%. Dann, oh, wir gehen wieder. Nein, wir gehen nicht trinken, oder? Was können wir denn machen? Was habe ich denn noch nichts gemacht? Noch nicht gemacht. Wir gehen mal Show. Ich glaube, da muss man nichts machen, weil es wäre jetzt auch zu lang, wenn ich jetzt Pool oder so gehen. Da muss ich aber eh noch machen. Du Drecksack. Er möchte nicht dran. Dann probieren wir es mit Lil Jacob. Aber mit meinem Glück, geht er auch nicht dran. Wahrscheinlich, weil ich nicht da auf der ersten Insel bin. Wir probieren jetzt einfach mit Job. Da stehen zwei Taxis. Oder drei oder vier. Okay. Scheint zu gehen. Yep. Jetzt fahren die einfach weg. Bleib doch mal stehen. Ja, One Love, du mich auch. Das Päckchen ist im Wagen. Sehr schön. Kollege, ich, ja, ich muss darin. Hallo, du steigst mal kurz aus. So, dann sind wir da auch schnell. Das geht hoffentlich schnell. Das wird ja wahrscheinlich wieder eine auf Zeit sein. Weil da fehlen noch einige. Da hatten wir, glaube ich, nur eine bis jetzt. Sonst war es immer so Polizeifalle. Hinterhalt und sowas. Ja, das war's, glaube ich. Und einmal auf Zeit. So, dann holen wir uns wieder das Drecksauto hier. Boah, ist das behindert. Ich hasse es. Das müsste die sechste sein. Bring das Päckchen bis 8.45 Uhr. So, nach Schotter. Also da, okay. 8.45 Uhr. Ha, klar. 20 Sekunden. Ich hasse es. Warum? Warum muss das immer so knapp sein? Ich verstehe das nicht. Das hat viel Zeit gekostet, wenn man nicht auf die um die Dings kommt, um die Kurve. Und das wird wahrscheinlich einen Daumen nach unten geben, wenn das so weitergeht. Nein, bald ich. Ah, jetzt hatte ich natürlich das Handy an und konnte nicht bremsen, nur Handbremse. Hab jetzt keine Zeit, ist mir jetzt schnuppe. Oh, das wird eng, enges Thema, ich weiß. Ich bin da, du Fotz. Fotz-Meskowski. Arsch, ich bin doch da. Meine Fresse, eine Sekunde. Wollt ihr mich verarschen oder was? Nochmal das Ganze. Ja, komm, ruf ihn an und leg wieder auf. Boah, für Jacob muss ich ja auch noch was freischalten. Und er bekommt jetzt so oft Daumen nach unten, dass ich das irgendwann wieder ausbügeln muss, weil da muss ich tausendmal mit dem ausgehen, damit ich da wieder 75% bekomme. Ja, komm, mach hin. Ich glaube, ich kann jetzt schon auflegen, aber ist jetzt egal. Ah, nochmal das Gleiche. Dann weiß ich ja, wo es lang geht, aber ich verfahre mich sowieso wieder, oder treffe die Kurve nicht richtig. Aber mal schauen, ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Das finde ich so bescheuert. 20 Sekunden. Warum so knapp? Ich verstehe das nicht. Ich habe es noch nie gemocht, die Drogenlieferungen auf Zeit. War früher schon mein Problem.
So, dann holen wir uns nochmal das Auto. Kann ich auch eigentlich mit dem Taxi hinfahren. Ich glaube, da kann man irgendwie cheaten. Sich ein schnelles Auto hinstellen und daneben stellen, dann jetzt direkt aussteigen bis 10 Uhr. Oh, jetzt haben wir mehr Zeit. Jetzt haben wir mehr Zeit. 30 Sekunden. Okay. Okay. Dumm. Also ein schnelles Auto hinstellen und dann da rein. Also zuerst in das und dann in das schnelle Auto. Und dann hat man viel mehr Zeit. Viel mehr irgendwas. Haha. Mann, meine Fresse. Ich kann nicht kommentieren. Warum bin ich Let's Player geworden? Egal. So, 30 Sekunden. Ich schaue jetzt nicht auf die Uhr. Bremst doch mal. Schon wieder beeil dich. Schon wieder. Es gibt es nicht. Ich habe da nicht kein Loch in die Wand gemacht. Warum springe ich denn da auch da runter? Das wäre so schön gewesen. Ey, das geht sogar. Das geht sogar. Das Auto hat auch so eine scheiß Lenkung. Ich bin da. Ich hätte fast den Dicken umgefahren. Also, verlass das Fahrzeug. So, ich war doch da, Kollege. Meine Fresse. Da? Hallo? Geh mal weg, Auto. Da ist eine Taube, geil. So ein Zufall. $250 und wir haben einen Daumen nach oben. So, wo war jetzt die Taube? Die... Oh, Jacob. Wo war denn die Taube? Jacob, I took that stuff where you wanted me to take it. Wiki Nico, Batman going be mighty happy, you know. Come if you want some more work. Ja, komm, Jacob. Ich höre sie auf jeden Fall. Von wo hat man die jetzt gesehen? Bin ich jetzt dumm dafür, die Taube zu... Ah, da. Was ist das denn? Achso, so ein kleiner Vorsprung, okay. So, noch 177. Unglaublich. So, wir schauen kurz mal die Statistik. Und zwar, wie viel Prozent Sympathie wir bei Jacob haben. 46. Respekt, 66. Okay. So, immerhin haben wir hier eine Drogenlieferung geschafft und eine Hauptmission. Und das war's für den Part und wir sehen uns im nächsten. Macht's gut und ciao, ciao!